Zur Verleihung des ersten Ostbayerischen Feuerwehrpreises lud die Sparda-Bank Ostbayern nach Landshut. Im Gasthof Meier feierte der Preis unter der Schirmherrschaft der Regierungspräsidenten Niederbayerns und der Oberpfalz seine Premiere. Ausgezeichnet wurden Konzepte und Ideen, die zur Jugendförderung und Nachwuchsgewinnung der Feuerwehren beitragen. Georg Turner, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Ostbayern, erzählt, wie es zu dieser Idee kam. Und da kam der Herr Prechtl, ein Mitarbeiter von uns, auf die Idee: Herr Turner, wir müssten was mit der Feuerwehr machen, weil dort haben sie das alles. Also da gibt es junge Leute und die engagieren sich. Und wenn wir die jetzt aktivieren könnten, dass die ein Konzept aufbauen zur Gewinnung von Jugendlichen, dann hätten wir doch unser Ziel erreicht. Genauso macht man es. So kam auch gleich die ganze Sache ins Rollen. Niederbayerns Regierungspräsident Heinz Grunwald erklärt, wie Turner ihn und Regierungspräsidentin Brigitta Brunner als Schirmherrn überzeugen konnte. Der Herr Turner hat mich angesprochen und gefragt, ob ich da die Schirmherrschaft übernehmen würde. Ich habe gesagt, nachdem ich mir das Konzept angeschaut habe, sehr, sehr gerne, denn Feuerwehr ist eine wichtige Aufgabe und Nachwuchs für die Feuerwehr ist entscheidend, damit diese wichtige Aufgabe weiter gemacht werden kann. Und ich habe dann gesagt, wenn meine Kollegin aus der Oberpfalz auch mitmacht, dann sehr, sehr gerne. Und dann ist er zur Frau Brunner gefahren, hat die auch überzeugt und so sind wir beide die Schirmherren dieses tollen Preises. Bei der Preisverleihung in Landshut richteten Grunwald und Regierungspräsidentin Brigitta Brunners Vertretung Johann Peißl das Wort direkt an die Jugendfeuerwehren und sprachen ihren Dank und ihr Lob aus für deren Einsatz. Aus den 56 eingegangenen Bewerbungen wählte die Jury 3 Finalisten aus, die sich am Freitag im Gasthof Meier einfanden. Den 3. Platz belegte die Freiwillige Feuerwehr Barbing. Mit ihrem Projekt Feuerwehr statt Schule bilden sie Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums Neutraubling zu Mitgliedern der Jugendfeuerwehr aus. Kommandant Siegfried Geringer und Schulleiterin Elisabeth Regensburger nahmen den Preis im Wert von 2000 Euro entgegen. Die zweitplatzierte Freiwillige Feuerwehr Neufahrn in Niederbayern erschien in Begleitung des Neufahrner Bürgermeisters Bernhard Zauner. Sie bewarb sich mit ihrem Drei-Säulen-Konzept für eine strukturierte Nachwuchsgewinnung und erhielt somit ein Preisgeld von 3000 Euro. Niederbayerns Bezirksfeuerwehrverbandsvorsitzender Dieter Schlegel zeigt sich erfreut. Mich freut es besonders, dass auch die Feuerwehr Neufahrn in Niederbayern unter den Spitzenkandidaten war und heute einen super zweiten Preis bekommen hat. Ich glaube, dass alle, die an dieser Aktion teilgenommen haben, zu den Gewinnern zählen. Natürlich ist es besonders herausragend, wenn man in die Endauswahl kommt und wenn man die Gesichter angeschaut hat, unserer jungen Feuerwehrkameraden vor allem, dann haben sie sich zu Recht sehr, sehr gefreut, denn das verdient größtes Lob und größte Anerkennung auch für das Konzept. Mit der Gestaltung eines Imagefilms zur Gewinnung jugendlicher Mitglieder setzte sich die Freiwillige Feuerwehr Lappersdorf durch und belegte den 1. Platz. Sie erhielt somit ein Preisgeld von 5000 Euro. Hier ein paar Impressionen des Imagefilms. Vorstand Joachim Strauß zeigte sich stolz. Ja, es ist natürlich ein tolles Gefühl. Wir haben ja bis zum Schluss nicht gewusst, welcher von den 3 Plätzen das wird und macht uns natürlich umso, freut uns natürlich umso mehr und macht uns natürlich stolz, dass es dann zum 1. Platz unter 56 Einsendungen gereicht hat und unser Projekt so belohnt worden ist, die Arbeit. Insgesamt 10.000 Euro Preisgeld wurden an die Gewinner verliehen. Vorstandsvorsitzender Georg Turner erklärt, wie sich das Preisgeld zusammensetzt. Das Geld kommt von unseren Kunden. Wir haben 135.000 Kunden im ostbayerischen Raum, die nehmen an einem Gewinnsparen teil. Und ein Teil davon geht in eine Lotterie, die einer staatlichen Aufsicht unterliegt. Und wiederum ein Teil davon ist einem sozialen Zweckertrag zuzuführen. Der ostbayerische Feuerwehrpreis soll auch weiterhin bestehen bleiben, so Turner weiter. Auch im Jahr 2013 sollen Ostbayerns Feuerwehren die Möglichkeit haben, ihre Projekte zur Jugendförderung vorzustellen und sich dafür einzusetzen.